Ja, hier Finanzamt Köckelbach, Schreibtisch C. Nein, dann sind Sie falsch verbunden. Ja, der Kollege kommt in 6 Tagen aus dem Urlaub wieder. Auf Wiederhören. So, heute mal ein schönes altes Telefon. Den Fernsprechtischapparat W48. Ja, die Befürchtung ist auch, hier in 10, 20, 30 Jahren keiner mehr ein Telefon kennt. Auch nicht hier. Ach, der Klang ist schon schön. Die Wählscheibe, wo man noch die Nummer noch wählen musste. Da wird dann wahrscheinlich nur in 10, 20, 30 Jahren mit dem Fingernagel gehashtagt, gepostet, geinfluenced. Ach, da wird es wieder neue fürchterliche Ausdrücke für geben. Telefon im Prinzip, Grundkasten, Wählscheibe, auf Fernsprechdeutsch war das ein Nummernschalter, weil der hatte die Aufgabe, das kann man mal kurz hören, Wählton, hier in der Hörkapsel zu hören, und wenn man so eine Wählscheibe aufgezogen hat, war erstmal Stille. Weiß mal wieder nicht, ob man es auf dem Video hört. Durch das Aufziehen der Wählscheibe wird bei einer 0 10-mal ein Schalter unterbrochen. Deshalb heißt das Ding Nummernschalter. So. Hörkapsel, Sprechkapsel. Der W48 war damals meistens in Schwarz zu bekommen. Die einfache Standardausführung, so wie hier, hatte da nichts rum. Dann gab es noch welche mit Erdtasten für Nebenstellenanlagen oder Schauzeichen, wenn mehrere Apparate in Reihe geschaltet waren. Die älteren, schöneren haben hier noch so eine stoffummantelte Schnur. Die letzten der Ausgabe, bevor dann der 611er Apparat, dieser meine ich, rauskam, war da hier schon mit Kunststoff bespannt. Das ist schon was Schöneres. Heinz Erhard hat mit sowas bestimmt auch noch telefoniert. Zur Technik her. Ja, das Kabel habe ich jetzt hinten dran. Mal da ein bisschen drehen. Ist auch alles nicht mehr. Oh, ich muss mal wieder hier hinten entstauben. Oh ja, muss ich tun. Kommt ein ganz normales Kabel raus. Das habe ich am anderen Ende mit einem ganz normalen Pferdekopf-TRE-Stecker versehen. Kann ich an einem Internetverbindungsgerät, Neudeutsch Router, auch anschließen und kann damit tatsächlich heute noch telefonieren. Fühle ich mich wirklich immer total zurückgesetzt in die Schwarz-Weiß-Filmzeit, wo der Helle hier wirklich noch was ganz Edles gewesen ist. So, auch ein bisschen Lektüre dazu. Als es noch keine Telekom gab, da hieß das noch Deutsche Bundespost, Fernmeldewesen, und die Service Techniker hießen damals noch Entstörer, und da gab es dann ein Grundbuch, Schaltung, was ein Entstörer wissen muss und so weiter und so weiter. Da steht schon, das ist die Ausgabe von 89, wenige Jahre vor den ersten Handys. Da ist hier auch nur noch ein kurzer Absatz. Grundschaltung W48 wird verwiesen, ist in der Ausgabe 4 dieses Buches ab Seite 224 ausführlich beschrieben. Die Ausgabe habe ich jetzt nicht mehr. Und was hier noch so drin steht, jede Menge Schalttafeln. Seniorentelefonmodell Hamburg. Was gibt es heute nicht mehr? Das finde ich eine echte Lücke. Und so weiter und so weiter. Da blätter ich jetzt nicht weiter durch. Oh, da war das eins der ersten Schnurlosen. Ne? Wo war das denn jetzt? Egal. Das soll es für heute noch nicht ganz gewesen sein. Ich will noch mal kurz demonstrieren, ob man mit dem Ding auch anwählen kann. Kleinen Moment. So, jetzt kommt die letzte Ziffer von der Nummer. Kleinen Augenblick warten. Ja, da gab es kaum. Die Wahl war früher schneller. Hatte man die letzte Ziffer gewählt, bimmelte der Apparat am Ende der anderen Nummer. So, da ist jetzt das Handy, was nebenan klingelt. Ich lege es wieder auf. Ups, letzter Blick von unten.
So sah so ein Ding von unten aus. Da waren auch noch, hier kann man hier durchsehen, zwei richtig schöne fette Klingeln drin. Die konnte man nicht leiser stellen. Nee, nee. Also wenn der Kasten hier nachts klingelt und das Schlafzimmer auch kilometerweit weg ist, da wird man von wach. So. Danke fürs Zusehen. Ich sag bis demnächst. Ciao.